Stolz. Nunmehr der Clubobmann der Neos, Matthias Strolz. Dankeschön. Frau Präsidentin, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger zu Hause auf der Galerie, an den Bildschirmen. Wir NEOS werden dieses Bundesverfassungsgesetz, diese Änderung in der Verfassung mittragen, weil wir rasch zu Lösungen kommen müssen in Österreich, wie wir den Flüchtlingen, den Asylwerberinnen hier menschenwürdige Unterkünfte zur Verfügung stellen können. Dazu ist dieses Gesetz geeignet und deswegen kommt hier unsere Zustimmung. Ich finde es beklemmend, dass wir immer erst in die Gänge kommen, wenn was passiert. Und das ist auch meine Kritik an Ihnen, Herr Bundeskanzler, an Ihnen, Herr Vizekanzler, an Ihnen, Frau Innenministerin. Ich habe gestern bei den Sommergesprächen, ich habe heute im Parlament Ihre engagierten Reden gehört. Ich kann da sehr, sehr viel unterschreiben und finde es gut, dass Sie in die Gänge kommen. Aber natürlich viel zu spät. Und meine Befürchtung ist auch, dass es rein reaktiv ist und ein sehr erratisches, punktuelles Engagement. Ich meine, seit 2000 sind 25.000 Menschen gestorben im Mittelmeer. Unsere Badewanne, das Mittelmeer, ist das größte Massengrab auf diesem Planeten. Und dieses Sterben hat sich massiv beschleunigt in den letzten Monaten und dann kommt man langsam in die Gänge. Stell dir vor, das Sterben findet tagtäglich vor deiner Haustüre statt und keiner schaut hin, dann kommt eben das Sterben zu dir. Und die erste Ladung an Sterben haben wir bekommen, letzten Donnerstag. Sie tropfen dort, wo wir Late-Night-Shopping machen, tropfen 71 Menschen getötet aus dem Laster. Und ich sage, das ist nur die Ouvertüre. Sie liegen heute am Straßengraben und sie werden morgen in unseren Vorgärten liegen. Das ist ganz klar. Das wird nicht aufhören. Sie kommen tot oder lebendig. Und wenn Sie die Probleme ansprechen, auch die Freiheitliche Partei, dann halte ich das für wichtig und für richtig. Wir müssen die Probleme ansprechen und die sind mannigfaltig. Der Unterschied ist, welche Lösungen halten wir für angemessen. Und jetzt zu propagieren, das Bild, einen Stacheldraht rund um Österreich zu ziehen, halte ich für ein falsches Lösungsbild. Weil es inhaltlich falsch ist, weil es menschlich falsch ist. Aber wir haben immense Herausforderungen, die auf uns warten. Immense, weil das nur die Vorhut ist, die hier gerade kommt und weil das nur der Vorabend einer neuzeitlichen Völkerwanderung ist. Wir müssen hier auch offen und klar und ehrlich sprechen, den Dingen in die Augen schauen. Und wenn wir sagen, ja, wir haben das schon einmal geschafft bei Ungarn 56, Tschechoslowakei 68, 90er Jahre, dann Balkankriege, dann sind das Vergleiche, die nicht stimmen. Und wir wissen das. Das ist ein Signal der Hoffnung, dass wir viel leisten können, weil wir schon viel geleistet haben. Aber wir stehen hier vor ganz anderen Themen, weil die Aufgabe, die auf uns wartet, ist, über Jahre mit solchen Flüchtlingsströmen umzugehen. Weil natürlich die 80.000 heuer, die werden gefolgt von wahrscheinlich mehr Flüchtlingen im nächsten Jahr. Und so ehrlich müssen wir auch sein. Wenn hier im Libanon, so groß wie Oberösterreich, 2 Millionen Flüchtlinge sind oder 1,5 Millionen. Wenn der Libanon natürlich am Rande des Kollaps ist, weil es ein ganz fragiles politisches Gebäude ist, stellen wir uns vor, Libanon kollabiert morgen politisch. Was passiert dann? Wo gehen die hin, die Leute? Die verschwinden nicht. Ein paar Tausend von denen können wir in einen Plastiksackerl packen, tot, gestorben, irgendwo. Sack zu, dieses Problem ist weg. Es warten Millionen andere Probleme, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren, zu kommen. Und jetzt ist die Frage, was ist zu tun? Ich habe auch nicht die Patentlösungen auf alles. Nur eines ist klar, wir müssen, Herr Bundeskanzler, Frau Ministerin, Herr Vizekanzler, wir müssen proaktiv handeln. Wir können nicht den Problemen hinterherhechten. Proaktiv handeln heißt, Kollege Lopatka hat es angeschnitten als Wort, wir brauchen für Österreich natürlich einen akkordierten nationalen Aktionsplan. Wir haben den im Juni schon beantragt hier im Parlament. Es gibt hier noch keine Zustimmung und ich bitte darum, das morgen zu starten, so wie wir gerungen haben über Wochen für einen Regierungsbeauftragten und ich finde es gut, dass Sie das jetzt gemacht haben. Bitte starten Sie morgen einen nationalen Aktionsplan. Die Regierung Faymann I hat, Herr Bundeskanzler, glaube ich, ganz gute Erfahrungen immer wieder gemacht mit nationalen Aktionsplänen. Warum nicht in dieser Frage, wo wir das Gefühl haben, es gibt ganz viele, die mitarbeiten wollen bei Lösungen?
Es gibt schon ganz viele gute Erfahrungen. Warum fassen wir das nicht in ein gutes Projektmanagement zusammen und gehen in gemeinsame Lösungen? Warum brauchen wir das? Weil wenn wir die Unterkunft haben für diese Menschen, die da kommen, dann sind die Probleme ja erst am Anfang. Es geht weiter, in welche Schulen gehen sie, wie machen wir das in der Bildung, es geht weiter mit sprachlicher Förderung, wie machen wir das dort, es geht weiter mit dem Arbeitsmarkt. Wir haben unzählige Probleme, die hinterlegt sind dann in weiterer Folge, wir haben keine Antworten drauf. Und wir werden wieder da sein, wenn die nächsten 70 aus dem Lastwagen tropfen, wenn die nächste Leiche im Vorgarten liegt und dazwischen werden wir nichts tun. Das kann es ja nicht sein. Das kann nicht unser Ernst sein. Wir müssen proaktiv handeln. Und die zweite proaktive Ebene muss natürlich die europäische Ebene sein. Und ich bin nicht einverstanden mit der Merkel, dass sie sagt, die Zeit ist noch nicht reif für einen Sondergipfel. Ja, auf was warten wir? Auf ein paar tausend weitere Tote? Ist die Zeit dann reif? Also was braucht man, wenn die Briten irgendwie ein Nuklearkraftwerk bauen, dann wird die ganze Europäische Union damit beschäftigt. Aber wenn die Menschen vor unserer Haustür sterben, dann ist das nicht Grund genug. Ich war gerade am Mittelmeer und meine Kinder sind am Mittelmeer gelegen. So wie die toten Kinder, die dort jeden Tag liegen. Und da können wir doch nicht auf diese toten Kinder schauen und sagen, ja, die Zeit ist noch nicht reif. Sondern wir haben als NEOS vor eineinhalb Jahren beim EU-Wahlkampf natürlich eingefordert, dass das Asylwesen ein Schwerpunkt sein muss einer gemeinsamen europäischen Politik. Wir waren damals die Einzigen. Man hat uns ausgelacht. Und wir haben gefordert, wir brauchen eine europäische Armee. Natürlich brauchen wir eine europäische Armee. Warum? Weil natürlich, und hier liegt Hatze Strache den Finger in eine Wunde, muss man ihm lassen. Wir haben Schengen installiert, wir haben die nationalen Grenzen aufgegeben, aber wir haben die Souveränität verloren über unser Territorium. Das kann nicht gut gehen. Wir sind ein Durchhaus, das kann nicht gut gehen. Das heißt aber, und da haben wir natürlich dann auch wieder andere Lösungen als die FPÖ, nur ich möchte auch würdigen, dass Sie Probleme ansprechen, nur Sie haben keine Lösungen, die hier tragen. Wir müssen natürlich Aufnahmezentren an der Grenze etablieren, aber Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Sie müssen auch in den europäischen Räten klar machen, dass wir das als europäische Verantwortung sehen und dann eben auch das europäisch tragen. Ja, das haben Sie gemacht, aber erst die letzten zwei Wochen. Es war doch absehbar die letzten Jahre schon. Wir haben vor einem Jahr so gewusst, dass 8 Millionen Flüchtlinge in Syrien unterwegs sind. Ja, haben wir geglaubt, die kommen nicht. 4 Millionen davon im Ausland. Also es kommt alles viel zu spät und ich erwarte mir von Ihnen, Herr Bundeskanzler, dass Sie hier mit einer Vehemenz auftreten in der Europäischen Union, wie es diesem Thema angemessen ist, wenn die Menschen sterben. Und ich sehe das nicht. Ich sehe, was hast du voriges Jahr zu dem Thema gesagt? Voriges Jahr haben wir zu dem Thema gesagt, dass wir, oh ja, wir haben, Reinhold Mitterlehner, wir haben im Europawahlkampf als einzige Partei gesagt, wir müssen das Asylthema auf europäischer Ebene heben, weil wir europäische Lösungen brauchen. Das war klar. Das war klar. Die Grünen haben es auch gesagt, möglicherweise ja. Dann finde ich das gut. Dankeschön. Dann haben sie auf uns beide nicht gehört. Aber hier müssen wir doch mit Vehemenz, mir hat es gestern gefallen, Herr Faymann, wie Sie es gesagt haben, unter Franken muss man Tacheles reden. Wir geben auch viel hinein in die Europäische Union. Wir haben auch das Recht, was zu verlangen. Und auf diesem Eck müssen wir ganz klar sein. Und starten Sie hier einen Prozess abschließend, der natürlich viel breiter fasst, als wie nur die Frage jetzt einer Asylquote und einer gemeinsamen europäischen Asylbehörde. Natürlich brauchen wir das. Aber wenn wir nicht in eine entschlossene Außenpolitik kommen, wenn wir auch in 3 Jahren, in 5 Jahren noch dastehen müssen bei Krisenherden wie Syrien und sagen, ja, vielleicht fällt der Türkei und den Amerikanern was ein dazu. Wenn Europa als größte Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten nicht in die Verantwortung kommt, und das heißt, die entsprechenden Strukturen auszuprägen, das heißt auch in der Sicherheits-, Außen-, Verteidigungspolitik in gemeinsame Strukturen zu kommen, dann werden sie kommen, tot oder lebendig, zu Millionen über den Stacheldrahtzaun der FPÖ drüber, unten durch, und sie werden tot in unseren Vorgärten liegen. Sie werden aus den LKWs tropfen und wir werden hier ein Massensterben haben. Wir werden ein Massensterben haben und wir sollten diesen Dingen ins Auge schauen. Ich hatte diese Diskussion, was ist Pietät und was ist Pietät nicht.
Pietätlos ist hier wegzuschauen. Wegzuschauen. Der Preis des Wegschauens ist hoch. 25.000 Menschen seit 2000. Seit 2000 25.000 Menschen. In Europa. Nirgendwo auf der Welt sterben so viele Menschen wie vor unserer Haustüre. In Nichtkriegen. Sie sind im Frieden gestorben, aber sie sind nicht in Frieden gestorben. Und das ist unsere Verantwortung.